Ja, vor allem Dingen außerhalb, da wo die große Brücke ist, wo die verfluchte Zone war. Da könnten gut und gerne Truhen versteckt sein. Oder unter der Felsformation hier. Nö. Okay, gehen wir erstmal in das hier, Haus hier noch gucken. Truhen hatten wir ja hier keine mehr drumherum. Die haben wir geöffnet. Hier war auch keine versteckt. Wenn, dann haben wir sie ausgegraben. Sehr gut. Waren das jetzt die netten Adligen oder die Unfall? Das waren die netten. Die könnten übrigens ein bisschen mehr Grün vertragen. Tagchen. Hast du schon die Neuigkeit gehört, Hündchen? Es scheint, als ob der Kaiser seine Krankheit endlich überwunden hätte. Der Gott sei Dank ist er wieder so nett wie früher. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, Schluchz. Okay. Ah, es ist schon lange her, dass ich meinen Mann so glücklich gesehen habe. Wenngleich wir jetzt auch im Dienste des Kaisers stehen, mein Mann und er waren gute Freunde während ihrer Schulzeit. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der glücklicher über die Genesung des Kaisers ist. Jo. Also ja, es rentiert sich nochmal hier reinzugucken, weil die Sachen da drin auch verblüht sind. Also kaputt sind und ich sie neu zum Blühen bringen sollte. So wie auch die Bäume hier hinten. Da ist eine Truhe. Da ist nur ein Wasserrad. Okay, das heißt, ich gehe den Weg hier hoch. Was ist mit dir? Ach, das singt die Mädchen schon wieder. Im Ozean schwimmt ein Ungeheuer. Es bewahrt den Frieden des Meeres. Oh, welch Wunder, wir erfahren diesen Wasserdrache so kühn. Das ist ein Lied, das mir mein Großvater beigebracht hat. Anscheinend ist es der Wasserdrache, der das Chaos auf See verursacht. Ein Gott aus dem Drachenpalast vom Grund des Meeres. Hast du das schon gewusst, Hündchen? Ja gut, sonst hat sie nichts zu sagen. Den Rest kennen wir ja schon. Ah ja, aber wir wollen hier bei ihr ins Haus rein, wenn das ihr Haus ist. Jedenfalls haben wir sie ja vorher hier drin angetroffen. Da die Sachen zum Blühen bringen und dann müssen wir mal gucken, wo wir noch Sachen zum Blühen bringen können. Findest du mein Haus nett und bequem, Hund? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst lange bleiben, wie du möchtest. Da, nichts Neues. Du hast ganz schön Mut, du räudiger Hund. Wie kannst du es wagen, einfach so in unser Haus zu kommen? Geh weg von mir, du floh zerfressener Hund. Wie kannst du es wagen? Ja. Du bist sowas von undankbar und unverschämt. Vor allem, weil dein Mann mich einlädt und du mich rausschmeißen willst. Schäm dich, Schande über dich. Na komm. Seht ihr, das hat mir schon mal 11 Punkte gebracht. Also 10 zusätzliche zu den ganzen Bäumen. Das waren also so um die 30. Ja, okay, 30 ist, glaube ich, übertrieben. So, also da waren wir drin, da waren wir drin. Naja, gut, die Bäume in den beiden Adelsbehütungen da, das waren schon mal 4. Und hier draußen haben wir sicherlich auch noch mal
Wir können ja gerade mal gucken, wie viel Glück wir gerade haben. Ja, 376. Also wir sind auf dem besten Wege für unseren neuen Magen. Die Truhe ist geleert. Ich gucke nochmal mir die Kanäle an, ob nicht irgendwo noch eine Truhe versteckt sein könnte. Aber ich denke mal nicht. Jedenfalls nicht hier drin. Vielleicht vor auf der anderen Seite in dem großen Wassergebiet. Da waren wir ja bisweilen noch nicht. So, wenn wir schon mal hier sind, dann einen Safe machen. Quick Safe kann ich ja nicht machen. Ja, hier durch. Ha, sogar Hunde kommen, um Frau Rao zu sprechen zu hören. Sieh dir an, was für Menschenmengen sie anzieht. Sie alle warten hier, um ihre trostspendende Worte zu hören. Natürlich haben einige nicht so reine Wünsche, denn du musst wissen, sie ist außergewöhnlich schön. Wenn ich hier nicht Wache schieben müsste, dann könnte ich sie auch treffen. Mhm. So, keine böse Zone hier in dem Bereich. Was haben die Leute zu sagen? Du siehst immer noch ungesund aus. Rao kennt sich nicht nur mit Buddhismus aus, sie ist auch sehr gut in der Kampfkunst. Ich habe einmal gesehen, wie sie ein paar Monster vertrieben hat. Sie war eine starke Kraft, mit der man rechnen muss. Das kann ich dir aber sagen. Wir haben nichts zu befürchten, solange Rao hier ist. Ich fühle mich viel besser jetzt, wo dieser schreckliche Nebel verschwunden ist. Königin Mimiko hat sich immer noch nicht gezeigt. Was macht sie bloß die ganze Zeit in ihrem Palast? Ich sage das nur ungern, aber ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Es war recht eigenartig. Sobald der Nebel verschwand, waren auch meine Rückenschmerzen weg. Blitzschnell geheilt. Rao kann alles besser machen. Sie ist unsere Retterin. Nein, eigentlich waren wir das. Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauert, bis ich an der Reihe bin. Der Nebel mag sich verzogen haben, aber mein Herz ist noch immer betrübt. Ich muss die liebliche Rao wirklich schnell sehen. Mhm. So, es ist halt wirklich die Frage, ob es hier im Wasser überhaupt irgendwas gibt. Naja, komm, gucken wir uns das Ganze mal an. Weil hier der Baum sieht ja auch seltsam aus. Aber so weit und breit sehe ich jetzt nichts auf die Entfernung. Und das Becken kann man ja ziemlich klar erkennen eigentlich. Ja, und an dem Baum kann ich nichts machen. Also hier. Kann ich nicht mal schneiden. Ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, bin ich etwas schneller. So, und bin wieder hier oben. Also ne, außer die Truhen zeigen sich erst, wenn ich näher ran schwimme. Das können wir ja gerade mal überprüfen. Aber das sieht einfach nicht danach aus. Denke ich mal, ist hier nichts. So, okay. Sehr gut.
Die verfluchte Zoo ist zusammen mit dem abgefahrenen Nebel verschwunden. Es sieht aus, als würde die Stadt wieder zu Leben erwachen. Aber ich wette, du hast so einen aufregenden Ort wie diesen vor 100 Jahren nicht gesehen. Das muss aufregend für dich sein, weil du ja vom Land kommst und so. Ich verstehe ja, dass du dich jetzt amüsieren willst, aber übertreib es nicht. Ich meine, du sollst nicht vergessen, was du zu tun hast. Mhm. Zum Beispiel Riesenbambus ausgraben. Also ja, hier sind jetzt alle Sachen wieder normal. Hi. Ah, ich fühle mich so erfrischt. Mir ist da etwas klar geworden, als dieser düstere Nebel sich verzogen hatte. Plötzlich habe ich mich wieder so viel besser gefühlt. Jetzt kann ich endlich wieder freudig mein Ziel verwirklichen. Weißt du, wer ich bin, du Kläffer? Mein Name ist Maso. Ich bin ein Krieger und bereise das Land, um meine Kampfkunst zu perfektionieren. Reisender Krieger Maso. Die Wahrheit ist, da gibt es ein paar Monster, die ich einfach besiegen muss. Ich habe eine Liste von ihnen in einem besonderen Manifest. Ich nenne es das Monster-Manifest. Sie haben alle verdient, was sie bekommen werden. Wenn ich es endlich geschafft habe, sie alle zu schlagen, dann kann ich mich voller Stolz einen wahren Krieger nennen. Was ist so clever? Willst du mein Monster-Manifest sehen? Ich befürchte, dass das nicht geht. Es enthält die Namen der fürchterlichsten Monster da draußen. Jemand wie du könnte vielleicht durch den Anblick ohnmächtig werden. Was ist so clever? Willst du mein Monster-Manifest sehen? Du bist ja ganz schön hartnäckig, was? Ich habe dir doch bereits mein Nein gesagt. Sogar wenn ich ein paar Drinks hatte und meine Wache etwas ruhig angehen ließ, habe ich nie das Manifest aus den Augen gelassen und es irgendeiner Seele gezeigt. Wagst du es, einen Krieger zu einem Kampf herauszufordern? Au! Ja, das verwirrt ihn nur. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, wir klappern Insel für Insel ab. Ah, Tinte ist immer gut. Ich glaube, den Kanal selber sind wir so weit abgegangen, dass wir uns da keine Gedanken mehr drum machen müssen. Ob da was drin ist. Oh. Heißt nicht, dass ich gleich wie wild über den Zaun springe. Ich kassiere hier lieber die Jens und da ist ein. So, also was haben wir hier für ein Gebäude? Sieht aus wie ein Schnellrestaurant. Es ist ein Schnellrestaurant und die Köchin hat wohl schlechte Laune. Beziehungsweise der Koch. Aber reden wir erstmal mit der Dame vorne. Kennerin, seufzt, dieser Nachmittag ist so entspannt. Ich meine, es ist bereits fertig. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist auf Kundschaft zu warten. Mhm. Oh, sorry. Hallo, Welpe. Du siehst aus wie jemand, der die feine Küche zu schätzen weiß. Die richtige Diät ist der Schlüssel zu einem gesunden und erfüllten Leben. Ist gesund und bleibt gesund. Ich bin Yamaneko, der beste Koch in der Stadt Sei An. Sehr froh, deine Bekanntschaft zu machen. Feuriger Koch Yamaneko. Mhm. Was hältst du von diesem gewaltigen Topf auf diesem riesigen Herd? Beeindruckend, was? Ich habe meinen letzten Yen da rein investiert. Ich musste beide extra anfertigen lassen. Hast du jemals die Geschichte von diesem Pilz gehört? Es gibt keinen einzigen Koch auf der Welt, der sie nicht kennt. Ich spreche von diesem legendären goldenen Pilz. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um die kulinarischen Künste zu meistern. Aber ich habe vor, ein Gericht zu machen, das mich wirklich befriedigt. Wenn ich nur einen dieser goldenen Pilze in die Finger bekommen könnte, dann könnte ich bestimmt meine wahren Fähigkeiten zeigen, indem ich das ultimative Gericht erschaffe. Ich habe bereits diesen gewaltigen Topf und den riesigen Herd. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein goldener Pilz. Dann werde ich ein wahrer Meister der Kochkunst sein. Das ist mein Traum. Hm?
Kann das sein? Ist das? Ist das der legendäre goldene Pilz? Diese die glänzende goldene Farbe, diese wundervolle Form? Ja, da gibt es keinen Zweifel. Wo meinst du, in der Welt hast du ihn gefunden, Welpe? Ach, ist doch egal. Mit diesem Pilz kann ich mir einen Traum erfüllen. Mein Traum, die Kochkunst endgültig zu meistern. Bitte, Welpe, bitte, ich muss diesen Pilz haben. Was könnte ein Hund damit anfangen? Ja, geben wir ihn. Wirklich? Oh, danke dir. Du bist ein so guter Welpe. Mit diesem goldenen Pilz werde ich versuchen, das ultimative Gericht zu kreieren. Mein lang gehegter Traum wird sich endlich erfüllen. Hm. Oh ja, das ultimative Gericht. Ich war so in mein Gefühl überwältigt, als ich den goldenen Pilz in meinen Händen hielt. Kein Tag ist vergangen, an dem ich diesen gewaltigen Topf und diesen riesigen Herd nicht für diesen Tag vorbereitet habe. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Es soll nicht mehr lange dauern, Welpe. Heute wird der feurige Koch Yamaneko das ultimative Gericht kreieren. Nun, sieh sorgfältig hin, Welpe. Vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge lernen. Seht Yamas Super Deluxe Flammen an Fächern Tanz. Ach so. Was, was? Der Topf wird nicht heiß genug für das ultimative Gericht. Ich habe so stark gefängt, aber es fängt noch nicht einmal an zu kochen. Aber vielleicht fänge ich nicht genug Luft an. Ich fange an, mich über diesen Typ zu wundern. Hey, was ist los mit dem Ding hinter ihm? Ist das nicht das Zeichen von Moigami, dem Gott des Infernos, drauf? Hat er es dort angeworfen, weil er glaubt, er könnte die Kraft des Infernos nutzen, um den gewaltigen Topf zu erhitzen? Glaubt er denn wirklich, dass die Götter seine selbstsüchtigen Gebete erhöhen werden? Okay. Ich könnte mein Gericht fertigstellen, wenn mein gewaltiger Topf heiß genug werden würde. Ein Mann darf nicht aufgeben, wenn er sich erstmal für eine Sache entschieden hat. Darum werde ich es auch weiter versuchen. Gleich hier und jetzt. Heute wird der feurige Koch Yamaneko das ultimative Gericht regieren. Nun sieh sorgfältig hin, Welpe. Vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge lernen. Ja. Ich muss also ein Unendlichkeitszeichen malen. Ah, Materasu, Quelle alles Guten unserer aller Mutter. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Entfesselt dein Zorn in einem mächtigen Feuerschlag. Ich hab's geschafft. Mein lang gehegter Traum wird sich endlich erfüllen. Ich präsentiere Reiseintopf Eruption. Nun, was denkst du, wäre ganz schön beeindruckend, was? Ah, 50 Glück. Nicht schlecht, aber wir wissen nicht, wie es schmeckt, nur vom Angucken. Aber genug damit. Ich hätte nie gedacht, dass du die Macht von Moigami hier bekommen würdest, Ami. Erinnerst du dich an das Zeichen an der Wand? Male es und du kannst die Macht des Inferno überall einsetzen, wo du möchtest. Nutze sie und mach aus dem bösen gemeinen Monstern Asche. Hä, sie werden nicht wissen, was sie getroffen hat. Verbraucht Reiseeintopf. Spezialität des Hauses. Füllt den Magen völlig. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich den Magen pimpen. Denn das können wir ja jetzt. So. Und wir haben ihn schon voll. Inferno-Tech. Mhm. Das wäre echt cool, wenn wir hier ständig den Magen füllen könnten, indem wir uns noch mehr von diesem Eintopf kreiert. Auf jeden Fall hat es uns sehr viel Geld gebracht. Hm. Wenn ich darüber nachdenke, war ich so wegen der Hitze besorgt, dass ich komplett vergessen habe, wie das ultimative Gericht wohl schmeckt. Also schätze ich, ich muss weiter die Kurse des Kochen studieren. Ich muss weitermachen, bis sich mein Traum erfüllt. Ja, mach mal. Keule. Fischliste, haben wir was Neues. Eine Forelle, wird in Gebirgspächen gefunden.
Und ein Koi. Fisch, der von den Reichen und Mächtigen begehrt wird, ja. Also ja, unsere Fischliste ist eh weit von voll. Genauso wie unser Reiseführer. Die wahre Macht des Inferno wird entfesselt, wenn du das Symbol malst. Das ist die Macht des Feuerschlages, einer läuternden Flamme, die das Böse verbrennt. Kleine Symbole erzeugen kleine Flammen, große, große. Es ist möglich, alle Gegner auf dem Bildschirm gleichzeitig zu treffen. Umso größer das Symbol, umso mehr Tinte wird verbraucht. Abhängig von der Größe werden 3, 6 oder 9 Tintenfässer verbraucht. Stelle sicher, dass das richtig geschlossen ist. Verbrenne das Böse mit einer mächtigen Flamme. Mhm. Gut. Jetzt können wir rumzündeln. Im breiten Stechen ist das Wichtigste, um Kunden zu bedienen. Was passiert, wenn ich sie ramme? Ja, was war das denn? Oh, sie ist sauer auf uns. Okay. Ja, cool. Ja, da steht da unten rum. Okay, ich wollte es eigentlich anzünden und nicht kaputt machen. Ja, ich glaube, ich muss ihn betrunken machen.